Ich bin Hans-Martin Kinsch und seit 8 Jahren einer von uns 3 Pastoren und Pastorinnen hier in Badewig. Ich bin gern mit der Gemeinde und den Menschen hier unterwegs. Unterwegs beim Domschweigen in aller Stille, aber eben auch wortwörtlich unterwegs, wenn wir mit unseren Gottesdiensten draußen sind. Darüber hinaus haben wir natürlich als Pfarrer auch unsere Gottesdienste im Dom und an den anderen beiden Orten, in Radbruch oder im Kirchraum in Vögelsen. Hallo, mein Name ist Johanna Reimers. Ich bin eine der 3 Pastorinnen hier in Badewig und wohne hier seit 8 Jahren mit meinem Mann und unseren mittlerweile 3 Söhnen. Und wir fühlen uns hier einfach sehr wohl. Badewig ist ein ganz toller Ort, um zu leben und eine ganz lebendige Gemeinde. Was mir hier besonders am Herzen liegt, ist die Arbeit mit Kindern und Familien und mit Jugendlichen. Es sind hier einfach ganz viele neu zugezogen, ne? Und ein großes Potenzial an Familien und Kindern, die auch Lust haben, was zu machen. Und genauso wichtig sind mir die Jugendfreizeiten, die jedes Jahr stattfinden im Sommer. Und einfach unterwegs zu sein miteinander, miteinander Andachten zu feiern, eine Gemeinschaft zu erleben und auch zu bilden in diesen 2 Wochen, das ist richtig wunderbar. Hallihallo, mein Name ist Martina Christine Kröger, ich bin 57 Jahre alt, ja, und ich lebe seit 22 Jahren in Badewig, habe hier meine Kinder groß gemacht. Ich bin vom Beruf Zierpflanzengärtnerin und Floristikmeisterin, war hier lange selbstständig und bin sehr verflechtet hier in Badewig. Seit einem Dreivierteljahr bin ich Vorsitzende des Kirchenvorstandes. Das macht mir viel Freude, weil wir so viele Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher haben, die ihre Kompetenzen einbringen. Mein Name ist Elke Spinnecker. Ich kam zum Kirchenvorstand über die Arbeit mit Geflüchteten. Das KfW International. Ein Herzensprojekt ist die Integration und die Diakonie, wirklich Menschen hier helfen zu können, wenn Geflüchtete sich hier engagieren, weil sie, wie mir kürzlich ein junger Kurde sagte, endlich gesehen werden. Mein Name ist Matthias Tipke. Ich bin im Kirchenvorstand der Kirchengemeinde Badewig im Bauausschuss und auch deren Vorsitzender. In der Gemeinde gibt es sehr viele Aufgaben in Bezug auf die Gebäude. Und das, weil ich auch beruflich in diesem Umfeld tätig bin, hat man mich gerne in den Kirchenvorstand geholt. Eine meiner besonderen Freuden in dieser Gemeinde ist die Musik. Mein Name ist Uta Dörmann-Richert. Ich bin hier im Pfarrbüro, die Pfarrsekretärin. Wir haben hier auch regelmäßig einmal die Woche eine Mitarbeiterrunde mit den Pastoren, mit der Küsterin, mit dem Organisten und mit mir. Das ist auch immer sehr wichtig und auch ein netter Termin, der uns allen, glaube ich, auch ganz gut tut. Der Bereich Öffentlichkeitsarbeit liegt mir wirklich am Herzen, weil wir viele Menschen erreichen über unseren Gemeindebrief, das Domino. Da lesen doch viele Leute mit, die durchaus auch sonst nichts mit der Kirche zu tun haben und sich freuen, dass sie an vielen Veranstaltungen teilnehmen können, die sie ansprechen. Und wo wir niedrigschwellige Angebote machen, von Cocktailabenden mit Klimaforschern oder Landwirten oder mit Geflüchteten, die ihre Geschichte erzählen. Ein besonderes Highlight in diesem Jahr war auch die Übergabe des Friedenslichtes an die Gemeinde oder an die Menschen, die in diesem Gottesdienst waren und die sich sehr gefreut haben, dass das Friedenslicht aus Bethlehem in dieser Gemeinde angekommen ist und viele Kerzen angezündet werden konnten. 2018 hat mich eine KV-Lehrerin angerufen und gefragt, ob ich nicht Lust hätte, hier die neue Küsterin zu werden. Am Anfang habe ich ein bisschen gemault. Dann habe ich es mir angeguckt, habe mit den Vorküstern gesprochen und ich muss sagen, das war eine super, super tolle Begegnung. Es ist ein ganz toller Job hier, ich habe viel zu tun. Das Schönste für mich ist, dass ich jeden Tag was dazulernen kann. Es ist eine Riesengemeinschaft und hier geht gerade richtig was.
der Weihnachtsdom draußen, der endlich wieder stattfinden konnte. Und zwischen dem aufgestellten Weihnachtsbaum und den Herrnhuter Sternen, unseren Bäumen vorm Dom, einfach ein großes Zusammensein ermöglichte mit viel Musik und gemeinsamem Singen. Wir sind ein Teil des Kirchencafé-Teams. Wir sind ein paar Mädels und freuen uns, wenn wir die Gottesdienste mit Kaffee und Kuchen begleiten können. Und heute sind wir mal... meistens Kekse, manchmal auch Kuchen. Aber heute sind wir hier, um unsere Kaffeebar zu machen und unseren Kuchen zu machen. Genau, das sind wir.